Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das neue Tokyopop-Programm von März bis Juni 2019 gehen. Und dazu würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Starten wir im März mit My Eureka Moment von Ayuko, ein Rom-Com-Shoujo-Manga. Der ist in 4 Bänden abgeschlossen, wird alle 3 Monate erscheinen und kostet 6,99 €. Wenn ihr euch jetzt wundert, weil Tokyopop-Manga ja eigentlich immer 6,95 € kosten, das ist der Preis, der auf Amazon dafür gelistet ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber auf jeden Fall würde ich sagen, die 4 Cent rauf oder runter machen es ja jetzt eigentlich auch nicht. Und deshalb sage ich euch jetzt einfach mal den Preis, der auf Amazon steht. Vielleicht sind es auch wieder 6,95 €, aber dadurch, dass es bei allen Manga so ist, kann es halt auch sein, dass Tokyopop sozusagen seine Preise um 4 Cent angehoben hat. Aber zurück zum eigentlichen Titel. Und zwar, während andere Menschen Katzen retten, hilft Mai eines Morgens einem Jungen, sicher von einem Baum zu kommen. Sofort ist sie von dessen Aussehen, Art und Wissen fasziniert. Noch am selben Abend folgt ihr unverhofftes Wiedersehen. Der hübsche Fremde, der sich als Watari vorstellt, sucht offenbar nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Und da Hilfsbereitschaft meist zweiter Vorname ist, bietet sie ihm an, bei ihr zu übernachten. Noch ahnt sie nicht, dass Watari ihr Leben und ihre Weltsicht auf den Kopf stellen werden. Das ist übrigens der Schokokat-Titel für März. Bevor ich euch jetzt Titel Nummer 2 vorstelle, muss ich leider wieder sagen, dass es zu einigen Manga leider keine sehr, sehr schönen Bilder gibt. Ich musste mich dieses Mal bei vielen Titeln auf das Material von Tokyopop selbst verlassen. Bisher war das eigentlich immer so, dass sie schon ihre jeweiligen Cover präsentieren konnten und es auch ziemlich hochauflösend war. Das ist leider, hat dieses Mal anscheinend überhaupt nicht geklappt. Also Tokyopop war mit allem so ein bisschen hinterher, hat ja auch sehr lange gedauert, bis das Programm überhaupt angekündigt wurde. Und deswegen ist es leider bei 2, 3 Titeln so, dass die Bilder leider nicht so gut sind. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich habe leider nichts Besseres gefunden. Und auf jeden Fall, Titel Nummer 2 ist auf jeden Fall Platinum Gentleman School von Taishi Zhao oder Mikio Tsuda, je nachdem, zu welcher Zeit ihr angefangen habt, zu ihrem Manga zu lesen. Die Autorin auch von Princess Princess und Love Stage, ein Comedy-Shoujo-Manga in 3 Plus-Bänden aktuell noch laufend, ebenfalls für höchstwahrscheinlich 6,99 €. Und es geht darum, dass nach dem Tod seines Vaters muss Mizushina für seine 4 jüngeren Schwestern sorgen. Um seine Familie aus der Armut zu führen, sieht er nur eine Möglichkeit, eine reiche Ehefrau finden und sich von ihr aushalten lassen. Aus diesem Grund schreibt sich Mizushina an der berühmten Platinum Gentleman School ein, wo er Benehmen und Anstand lernen soll. Dort findet er schließlich 5 weitere Mitstreiter, mit denen er gemeinsam den Abschluss schaffen und Gentleman werden will. Also vom Artstyle her muss ich sagen, sieht natürlich eigentlich aus wie ein typischer Manga von ihr. Also wirklich, die Geschichte geht vielleicht so ein bisschen auch wieder in die Richtung von Princess Princess. Aber schon sehr witzig, wie sie so ihren Stil eigentlich nicht großartig verändert hat. Obwohl zwischen den 2 Serien sicherlich jetzt locker 11, 12 Jahre liegen. Aber auf jeden Fall auch sehr nett, dass von ihr mal wieder ein Manga erscheint. Und dann sind wir bei Titel Nummer 3 und das ist Ocean of Secrets von Sophie-chan. Ein Adventure-Manga, der in 2 Plus-Bänden auch noch läuft, der kostet auch 6,99 €. Und wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, bei dem Namen der Autorin ist das kein Manga aus dem japanischen Bereich, sondern der ist im Original aus dem US-amerikanischen Bereich. Und es geht um Lia und die lebt mit ihrer Adoptivfamilie an der atlantischen Küste. An die Zeit vor ihrem 8. Lebensjahr kann sie sich überhaupt nicht mehr erinnern und hat das Gefühl, nirgendwo hinzugehören. Bei einem Bootsausflug gerät sie in einen Sturm und geht dabei über Bord. In letzter Sekunde wird sie gerettet und erwacht in einem fliegenden Schiff hoch über den Wolken. Ihre beiden Retter sind die Geschwister Moria und Albert, die Lia von ihrer Heimat, dem magischen Königreich Lironas, erzählen. Und der letzte neue Titel für den März ist The Vampire's Attraction, die Sequel-Serie zu The Vampire's Prejudice von Ayumi Kano und Misao Higuchi, ebenfalls Drama Yaoi in 4 Bänden dieses Mal abgeschlossen. Und der Titel erscheint alle 2 Monate, ebenfalls für 6,99 €. Und das Schuljahr hat begonnen und Minato und sein vampirischer Liebhaber Henry sind weiterhin ein Paar. Allerdings haben die beiden den richtigen Vertrag, durch den sich Minato vollständig an Henry bindet, noch nicht abgeschlossen. Henry beunruhigt das zusehends, denn auch andere Vampirclans wissen inzwischen, dass Minatos Blut etwas ganz Besonderes ist und sogar in der Schule beginnen sie ihm nachzustellen. Dann zum Abschluss wieder ein paar Titel, die auch noch im März erscheinen. Und zwar zum Beispiel die Betoom Box 4 mit den Bänden 10 bis 12, The Crimson Spell Band Nummer 6, ein Starterpack zur Serie Ultraman
und Demon Mind Game Band 2. Insgesamt erscheinen im März für Tokyopop-Verhältnisse nur 17 Lizenzen. Und es macht sich, wird sich vor allen Dingen im April bemerkbar machen. Und da werde ich euch dann mal sagen, wie viele Lizenzen im April eigentlich erscheinen. Und da werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass das ein ziemlich großer Unterschied ist. Aber wie gesagt, machen wir im April weiter. Da kommen mit Abstand die meisten neuen Titel. Und zwar beginnen wir bei Liebe kennt keine Deadline von Kayoru. Ein Romance-Shoujo-Manga in 3 Bänden abgeschlossen. Kostet auch 6,99 €. Und als hübsche Tochter aus reichem Haus scheint Ichika das Sinnbild einer perfekten Schülerin zu sein. Was jedoch kaum jemand weiß, sie ist ein leidenschaftlicher Otaku und gibt sich in ihren Tagträumen schönen Manga-Helden hin. Gleich am ersten Tag an ihrer neuen Highschool trifft sie auf den Rowdy Subaru und es entbrennt ein Streit, bei dem Subaru sie plötzlich verschleppt. Doch kurz darauf erfährt sie, dass der unverschämte Entführer ihr Lieblingsmangaka ist. Dann sind wir bei einem Einzelband und zwar wieder einem aus der I Love Shoujo Short Story Collection und zwar Our World von Io Sakisaka, ein Romance Shoujo Kurzgeschichten Einzelband für 7,99 €. Der ist aber auch wirklich wieder sehr lang, der hat, soweit ich weiß, über 300 Seiten und es geht um Takahashi. Der ist Baseballspieler in der Schulmannschaft und setzt sich mit Leib und Seele für sein Team ein. Yuriko kennt ihn schon seit der Mittelschule, doch ihre Gefühle für ihn sind neu. Lange überlegt sie, wie sie ihm am besten ihre Liebe gestehen kann. Doch als auch ihre beste Freundin Interesse an Takahashi entwickelt, werden die Dinge kompliziert. Das sind 6 Kurzgeschichten und man muss dazu sagen, dass dieser Einzelband aus dem Jahr 2004 stammt und damit eines der allerersten Werke von Io Sakisaka ist. Das Cover wurde auch nochmal komplett überarbeitet, sieht im Original eigentlich recht anders aus. Bin mal gespannt, ob das vielleicht auch für das Innenleben geht. Als nächstes sind wir beim Shokuka-Titel für den Monat und es ist tatsächlich ein Girls-Love-Manga. Und zwar ist das After Hours von Yuta Nishio, ein Romance-Girls-Love, der in 3 Bänden abgeschlossen ist, kostet auch 6,99 €. Im Halbdunkel eines Clubs im Toyota-Stadtteil Shibuya trifft Emi zufällig auf Kai. Von ihrer lockeren Art fühlt sich Emi direkt angezogen und die beiden unterhalten sich und tanzen gemeinsam unter der funkelnden Disco-Kugel. Emi begleitet Kai nach Hause und erfährt, dass dieser auch als DJ auflegt. Sie ist so fasziniert, dass sie nichts dagegen hat, mit Kai die Nacht zu verbringen. Das ist zumindest die Inhaltsbeschreibung von Tokyopop und da ich den Manga gerade bei Viz Media gelesen habe, kann ich sagen, dass ich finde, dass es nicht sehr viel mit der eigentlichen Handlung zu tun hat, denn wenn man überhaupt der Meinung ist, dass es die Inhaltsbeschreibung des Manga ist, dann sind es vielleicht die ersten 3-4 Seiten. Ich finde eher, dass es in dem Manga 2 Schwerpunkte gibt und zwar zum einen Kais Tätigkeit als DJ, die sowohl also von der musikalischen als auch von der technischen Seite sehr, sehr, sehr viel Erwähnung findet und da sich auch sehr, sehr viele Dialoge rumranken, weil Emi das sehr, sehr interessiert und das andere ist, dass Emi so ein bisschen dabei begleitet wird, wie sie halt auf der Suche nach sich selbst ist, auf der Suche nach einer Tätigkeit, die sie halt ausfüllt und was sie halt in ihrem Leben machen möchte, weil wir halt entgegen dessen, wie das Cover so ein bisschen aussieht, hier 2 Frauen haben, die 24 und 30 Jahre alt sind, schon also auf jeden Fall ältere Protagonistinnen und es da halt wirklich viel um Selbstverwirklichung und so ein bisschen den Sinn des Lebens geht. Auf jeden Fall hat mir der erste Band schon echt gut gefallen und ich freue mich sehr, sehr, dass der bei Tokyopop rauskommt. Und ja, gleich danach veröffentlicht Tokyopop in dem Monat noch einen Girls Love Einzelband. Und zwar ist das My Beloved Saki von Fumiya Akuta, der Autorin von True Kisses. Schon wieder eine Autorin, die eigentlich bei Egmont mal erschienen ist. Ein Slice of Life Shoujo Ai Manga Kurzgeschichtenband, der kostet auch 6,99 € und es geht um Azusa, die bekommt eine jüngere Stiefschwester, nachdem ihre Mutter ein zweites Mal heiratet. Zunächst verhält Saki sich Azusa gegenüber sehr abweisend, doch nach einer Weile gewöhnt sie sich an die neue Familienkonstellation und sie beginnt sich ihr zu öffnen. Wie gesagt, Kurzgeschichten über die ersten Liebesbeziehungen zwischen den Protagonistinnen und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt im April noch 2 Titel vor uns. Das eine ist The Isolator, Realization of Absolute Solitude von Reki Kawahara, Naoki Kojimizu. Das ist ein Action-Shonen-Manga, der ist in 4 Bänden abgeschlossen, ein Manga zu einer Light Novel. Und der kommt alle 2 Monate zu einem Preis von 6,99 €. Und es geht um Minoru, der ist ein Einzelgänger und versucht sich so gut es geht aus allem rauszuhalten. Eines Tages dringt eine seltsame schwarze Sphäre in seine Brust ein und verleiht ihm übernatürliche Fähigkeiten sowie eine undurchdringliche Hülle. Doch er ist nicht der Einzige, der plötzlich Superkräfte besitzt und nicht alle verwenden sie für das Gute.
Kann Minoru wirklich weiterhin tatenlos zusehen und sich von allen isolieren? Und dann gibt es noch einen Neustart im Seinen-Bereich, und zwar Violence Action von Shin Sawada und Renji Asai, ein Action-Manga, der in 4 Bänden, ich glaube Tokyo Publicity Nights abgeschlossen. Man könnte auch sagen, so die anderen Seiten, da steht der Manga auf Hiatus. Das heißt, ich weiß nicht, ob da nochmal was kommen wird. Der kostet 6,99 € auch. Und es geht um Kai, die ist auf den ersten Blick ein süßes, unschuldiges Mädchen. Doch die Studentin der Buchhaltung hat einen knallharten Nebenjob. Als ganz besonderes Callgirl erledigt sie für den Boeing Express Service jede noch so schmutzige Aufgabe. Yakuza-Betrüger eliminieren, Rache nehmen oder einen Dissidenten beschützen. Kein Job ist zu schwer für die Nummer 1 der charmanten Auftragskillerinnen. Und dann wieder auch für den April noch ein paar Titel. Und zwar erscheinen endlich der erste Band von Akashic Records of the Bastard Magic Instructor, Band 9 von Finder. Hetalia Worldstars Band 4, also hier mal 2 Manga von Serien, die schon lange keinen neuen Band mehr hatten. Zum Glück bei dir der erste Band erscheint ebenfalls im April. Dann Kamo Pakt mit der Geisterwelt und Undead Messiah jeweils Abschlussband 3. Kimi ni Todoke Band 30 und Merry Nightmare Band 20. Und wie gesagt, der März hatte 17 Titel von Tokyo Pop und der April hat jetzt damit 30. Also insofern, doch ein leichtes Ungleichgewicht. Im Mai und Juni hat sich das wieder ein bisschen ausgeglichen, dass Tokyo Pop wieder so auf seinen normalen Zahlen von ungefähr 23 Manga-Titeln pro Monat. Aber ja, woher dieses Ungleichgewicht in den beiden Monaten kommt, kann ich leider überhaupt nicht sagen. Vielleicht hat es was mit der LBM zu tun, vielleicht wurden auch manche Titel bis dahin nicht fertig und sie mussten vielleicht nochmal Lizenzen umstellen. Auf jeden Fall geht es jetzt nochmal weiter im Mai. Im Mai und Juni gibt es nicht so viele Neustarts. Den Anfang macht auf jeden Fall Starlight Dreams von Miwako Sugiyama, ein Romance-Shoujo-Manga, der ist in 9 Bänden abgeschlossen, kostet auch 6,99 € und es geht um die 3 Schüler Sei, Tayo und Mizuki und die begeistern sich für Sternenbilder und treffen im Astronomieclub der Schule erstmals aufeinander. Sei fällt natürlich sofort auf, wie gut aussehend die beiden Jungs sind, bleibt jedoch zunächst reserviert. Über ihr gemeinsames Hobby blüht Sei dann aber allmählich auf und öffnet sich den Jungs gegenüber mehr und mehr. So steht den dreien eine aufregende Zeit bevor. Und als zweiter Neustart im Mai habt ihr noch das Black Clover Guidebook 16.5 für 9,99 € und da erfahrt ihr alles Wissenswerte über den Shonen-Hit Black Clover, alle Charaktere und Einblick in die Geheimnisse der Serie. Zudem erwartet euch der originale One-Shot, der den Erfolg von Black Clover begründete und diverse Interviews mit Mangaka Yuki Tabata. Dazu gibt es noch einen coolen Stickerbogen und ansonsten im Mai gibt es zum Beispiel noch den Manga Dreamland Band 18, Gintama Band 40 wird erscheinen, sowie Dead Dead Demon's DDD Destruction Band 7, Magical Girlside Band 11 und Our Lonely War Band 2. Dann sind wir im Juni bei den letzten Lizenzen und zwar als erstes bei Hina und Gen von Muo Yukimaru, ein Romance Shoujo in 2 Bänden abgeschlossen, kostet ebenfalls 6,99 € und es geht, wie der Name schon sagt, zum Beispiel um Hina. Nach der erneuten Heirat ihres Vaters lebt sie in einer Patchwork-Familie, zu der ihr Stiefbruder Gen gehört. Gen geht in die gleiche Stufe wie sie und zeichnet gern Manga. Während Hina offen auf ihren neuen Bruder zugeht, verschließt dieser sich allerdings seiner neuen Familie gegenüber. Erst einige Zeit später gewöhnt sich Gen an die neue Lebenssituation und öffnet sich seiner neuen Stiefschwester. Also dieses Thema mit sich an seine neue Lebenssituation gewöhnen und sich dem anderen öffnen hatten wir jetzt, glaube ich, schon 4-mal. Also das scheint auf jeden Fall bei Tokyo Pop hier jetzt ein sehr dominantes Thema zu sein. Und dann haben wir zusätzlich den Shokuka-Titel The Love Exorcist von Haruta Mayuzumi, ein Action-Shoujo in 3 Bänden abgeschlossen, kostet 6,99 €. Und es geht zum Beispiel um die Fragen, wie egoistisch ist man in Sachen Liebe? Steht das eigene Glück oder das des anderen im Vordergrund? Ist Liebe immer wahr und aufrichtig? Der Liebesexorzist Harris glaubt nicht daran und möchte daher diese Liebeslüge aus der Welt schaffen. Er sucht gezielt nach verliebten Frauen und Männern, die unaufrichtig sind und deren Liebe auf Lügen basiert. Und zum Schluss noch ein Boys Love Einzelband. Ich glaube aus Deutschland, aber auf jeden Fall nicht aus Japan. Da bin ich mir allerdings ein kleines bisschen unsicher, weil mir die Autorin noch nichts sagt. Und es ist Hermaphrodito, Harlos Begehren von Esa Paar.
Wie gesagt, ein Bolzhoff-Einzelband. Der spielt in Venedig des Jahres 1549. Giorgios Leidenschaft für Medizin und Anatomie macht auch vor Experimenten mit Menschen keinen Halt. Den schönen Belfort, der immun gegen Krankheiten zu sein scheint, macht er zu seinem Versuchskaninchen. Doch Belfort liefert Giorgio selbst nach einigen Jahren keine neuen Erkenntnisse. Als ihm im Karnevalstreiben plötzlich der engelsgleiche Hermaphrodit Harlow für die Füße läuft, schöpft Giorgio neue Hoffnung für seine Forschung. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, sind die zarten Gefühle, die der schöne Harlow für Belfort entwickelt. Das war's jetzt auf jeden Fall mit den Titeln von Tokyo Pop. Im Juni gibt's natürlich auch wieder ein paar sonstige Titel, die noch erscheinen. Zum Beispiel der 10. Band von Citrus, Case 7 Band 4, also Band 3 und Band 4, beide in dieser Ankündigung. Die Abschlussbände von Betum Band 13 und Band 14. Da bin ich mal gespannt, ob es dazu nochmal einen einzelnen Zweibandschuber geben wird oder nicht. Und dann jeweils die zweiten Bände von My Eureka Moment, Liebe kennt keine Deadline und The Isolator. Und natürlich noch ganz viele andere Titel. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Tokyopop-Programm. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie groß eure Ausbeute war. Auf welche Titel freut ihr euch? Habt ihr viele Neustarts oder eher nicht so viele? Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!